noch ein bisschen Wärme in sich für eine kleine kurze Geschichte. Ich bin ja Regisseur von Beruf, aber auch gelernter Krankenpfleger und mache das seit ungefähr 5 Jahren wieder. Und unser Motto, du gleichst den Geist, den du begreifst, das gilt ja für jeden Menschen irgendwie anders. Jeder sieht diese Welt und vor allem auch die letzten 3 Jahre, da ist mir das sehr aufgefallen, auf so eine sehr, sehr unterschiedliche Art. Die Meinungen und die Ansichten sind da sehr weit auseinandergegangen. Und ich habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, aber ich habe auch zum Beispiel sehr gestaunt, wie die Schutzbefohlenen, die ich dann habe als Krankenpfleger in einer psychiatrischen Pflegeeinrichtung, wie die diese Zeit erlebt haben. Und davon handelt meine Geschichte Mr. XY. Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel, hat ein kluger Mann im Fernsehen gesagt. Man weiß nie, was drin ist. So geht es mir auch, seitdem die Leute Tücher vor dem Mund haben. Manchmal sieht man es an ihren Augen, ob sie lächeln oder nicht. Das ist wichtig. Denn dann kann ich sehen, ob sie mir böse sind. Weil ich unternehme gern Sachen. Zum Thema Augen muss ich was sagen. Weil meine ein bisschen mongolisch aussehen, hat meine Mama mir erklärt, dass ich ein ganz besonderer Mensch bin und von den Mongolen abstamme. Das ist ein Volk von Reitern, das früher einmal die ganze Welt beherrscht hat. Niemand konnte sie umherschubsen und man hörte ihnen zu. Seitdem ich das weiß, bin ich ein bisschen stolz und ärgere mich nicht mehr so sehr, wenn mich jemand schlecht behandelt, nur weil ich vielleicht mongolisch aussehe. Einmal hat meine Mama mir erklärt, dass bei mir noch etwas besonders ist. Es hat mit Buchstaben zu tun. Und zwar mit dem X und dem Y. Seitdem nenne ich mich Mr. XY und versuche, ein spannendes Leben zu führen. Es begann alles, als Frank, mein Lieblingsbetreuer, eines Morgens in mein Zimmer kam. Ich dachte erst, er hat sich verkleidet. Als Räuber oder als Chefarzt. Ich kann Räuber und Chefärzte gut leiden, weil sie tun und lassen können, was sie wollen. Man darf sich so einen nicht zum Feind machen. Frank wollte mir erklären, warum er sich verkleidet hatte. Ich verstand aber nicht viel, weil ich das vor dem Frühstück nicht kann. Von jetzt an liefen alle in der Einrichtung mit diesen lustigen Masken herum und ich sollte auch eine aufsetzen. Sie kitzelte und ich bekam keine Luft. Immerhin war sie schön bunt und ich durfte mir später in der Werkstatt selber eine nähen, aus einem kaputten Hemd mit roten und blauen Papageien. Alle haben mich damit bewundert. Weil das Hemd aus Seide war, konnte ich auch wieder Luft bekommen. Einen Banküberfall wie im Fernsehen haben wir leider nicht unternommen, obwohl wir oft schöne Sachen machen. Dann wurde auf einmal alles schwierig. Frank sagte zu mir, Mr. XY, leider darfst du deine Papageien nicht mehr tragen. Ich bekam eine dicke, weiße Maske wie die Bauarbeiter von nebenan. Sie war langweilig und stank. Ich konnte überhaupt nicht richtig Luft holen. Weil ich schlau war, setzte ich sie so auf, dass meine Nase ein Stück herausschaut. Und schon war alles wieder gut. Ganz schön clever, möchte ich meinen. Aber Frank wurde sauer und sagte, wenn ich das so mache, kann es passieren, dass ich krank werde. Einfach nur so, von Luft holen. Natürlich habe ich ihm das nicht geglaubt. Ich merkte ja, wenn was giftig ist, weil es schlecht riecht, so wie die Maske. Frank meinte, doch. Ich würde nicht nur krank werden, ich könnte auch sterben. Oder alle anderen, wegen mir. Das wollte ich dann auch wieder nicht. Denn eigentlich bin ich ziemlich gern mit den anderen zusammen. Kaum hatte ich mich damit abgefunden, kam alles noch schlimmer. Ich durfte plötzlich keinen Besuch mehr haben und meine Mama nicht mehr sehen. Das war hart, weil sie für mich am wichtigsten ist. Es hieß, ich könnte sie schon damit krank machen, dass ich im selben Raum mit ihr bin. Wozu ich dann überhaupt noch diese Maske tragen muss, wo es doch sowieso alles egal ist, wollte ich wissen und wurde ein bisschen laut. Damit jemand mal merkt,
wie ungerecht das ist. Aber niemand hörte mir zu. Wenn mir überhaupt jemand zuhört, dann meine Mama. Es war gemein, sie mir wegzunehmen. Ich wurde traurig und traf jetzt nur noch Frank und die anderen aus der WG. Nicht einmal zur Arbeit durften wir gehen. Dabei habe ich eine wichtige Arbeit im Büro. Ich klebe meistens Briefumschläge zu. Wenn ich das nicht mache, fallen alle Briefe heraus und kommen vielleicht nie an. Erst waren die schließtagigen Ferien, aber dann wurde es öde und einige aus der WG wurden dick. Ich wurde nicht dick, denn ich bin immerhin Mr. XY, ich wurde wütend. Immer dieselben Leute, keine schönen Ausflüge mehr, nicht einmal ins Kino. Deshalb zog ich selber los. Ich haute heimlich ab und wurde selbstbestimmt. Das Wort mochte ich sehr. Frank hat immer gesagt, dass es ganz wichtig ist, selbstbestimmt zu sein, besonders für Leute wie mich. Na bitte. Da waren wir uns dann wieder einig. Mongolische Reiter müssen einfach frei sein. Das geht gar nicht anders. Irgendjemand hat das mitbekommen und zur Strafe wurden alle Kinos geschlossen. Und die Cafés und die Strandbäder, einfach alles. Erst bekam ich einen riesengroßen Schreck, weil dort ja auch Leute zur Arbeit gegangen waren und die mussten nun zu Hause bleiben. Nichts ist so schlimm, wie man denkt, man hat es verbockt, obwohl man nichts Böses wollte. Das war eine schlimme Zeit. Ich dachte, es würde nie wieder besser werden. Aber dann kam alles noch anders. Mein Kummer war schnell vergessen, als ich meine neuen Freunde kennenlernte. Sie waren mutig und auf jeden Fall selbstbestimmt. Denn sie ließen sich nichts vorschreiben und schlossen mich gleich ins Herz, als sie meinen Namen hörten. Ich lernte sie an einem Sonntag kennen. Sie trugen bunte Schilder und riefen lustige Sachen, die meistens damit zu tun haben, dass man ihnen nichts befehlen darf. Einer verriet mir, dass das mit der Krankheit alles ein ganz großer Schwindel ist. Dass die Regierung das macht, um die Leute einzusperren. Das verstand ich sofort, weil ich es ja selbst erlebt hatte. Eines Tages machten wir zusammen einen Ausflug mit ungeheuer vielen mutigen Menschen. Es ging ans Brandenburger Tor. Ich habe noch nie so viele glücklich und selbstbestimmte Leute erlebt. Aber sie waren auch wütend, so wie ich, weil niemand sie anhörte. Dabei wollten sie der Regierung nur sagen, dass sie sich nicht belügen lassen und alles durchschaut haben. Ein Mann mit so eckigen Buchstaben auf seiner Jacke, die aussahen wie Blitze, rief, dass sich bald alles ändern wird und wieder Ordnung einkehren muss. Er hatte ja so recht. Das dachten alle. Dabei sah er mich allerdings sehr böse an. Ich fragte mich, ob ich schon wieder etwas falsch gemacht hatte und mir wurde ganz anders. Bald waren ja Wahlen und ich überlegte mir dauernd, wen ich am besten finde. Auf jeden Fall nicht den Mann mit den Blitzen, der hat mir Angst gemacht. Wenigstens war das endlich mal ein schöner Ausflug gewesen, auf dem niemand sein Gesicht verstecken musste. Die Leute ließen sich nicht herumkommandieren, nicht einmal von der Polizei. Die kamen sogar mit richtigen Pferden. Die waren sehr groß. Da wurde mir doch ein bisschen mulmig und erst recht, als auch noch die Feuerwehr anrückte und uns alle mit Wasser bespritzte, weil es so heiß war. Das Wasser war allerdings verdorben und brannte in den Augen und in der Nase. Ich rannte, was das Zeug hielt, um nicht noch mehr abzubekommen und fiel hin. Alles in allem war es aber trotzdem ein guter Tag gewesen. Ich hatte lange nicht mehr so viel gelacht und fremde Leute umarmt. Als ich abends in die WG zurückkam, war Frank aber nicht etwa wütend auf mich. Das hatte ich erwartet, weil er immer meinte, ich soll zu Hause bleiben. Er war nur sehr traurig und gar nicht meinetwegen, sondern weil sein armer Papa gestorben war. Er hatte in so einer WG wie unserer gelebt, zusammen mit vielen alten Leuten, die zusammen krank geworden waren. Als ich nun Frank erklären wollte, dass das alles gelogen ist und warum diese Krankheit in Wirklichkeit es gar nicht gibt, wurde er noch trauriger und ganz still. Um ihn zu trösten, erzählte ich ihm die Geschichte von den mongolischen Reitern und dass ich ihn gern habe und ihn zum Ehrenmongolen mache. Da wurde er verlegen. Ich sah in seinen Augen, dass er mich am liebsten in den Arm nehmen wollte, so wie wir das früher mal gemacht haben. Ich wollte das genauso gern,
Aber je länger wir so da saßen, wurde mir klar, dass es irgendwie nicht mehr ging. Ich glaube, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Sein Papa war ja wirklich gestorben. Wenn ich daran schuld war, weil ich meine Nase nicht zugedeckt hatte. Ich hielt das nicht mehr aus und beschloss, etwas zu tun. Als es soweit war, ist Mr. XY mit Frank zum Doktor gegangen, weil er meinte, wenn wir uns pieksen lassen, wird alles wie früher. Damit war ich einverstanden. Man muss nur mutig sein und das Abenteuer nehmen. Hat aber leider auch nicht funktioniert, weil die Leute sich immer noch streiten. Ich frage mich, ob das jetzt immer so weitergeht und was ich noch alles unternehmen muss. Vielen Dank. Ja, ich danke auch dem Verein, dass wir hier lesen durften, und das geht ja nun noch eine ganze Weile weiter. Wir sehen uns jeden Freitag hier irgendwo in Rathenow. Also es ist ein Marathon, der vor uns ist. Und ich danke natürlich auch den Mitautoren, alle Autoren, die heute gelesen haben, spenden einen Teil ihrer Gage an den Verein, damit hier weiter so schön gebaut wird. Ich bin ja echt begeistert, was für ein schönes Gebäude das hier ist und wie toll das auch aussieht. Also wenn Sie am Ausgang vorbeigehen, ich glaube, da gibt es eine Gelegenheit, dass Sie sich da anschließen können. Da würden wir uns natürlich alle sehr freuen. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie unseren Büchertisch beehren oder den Büchertisch von Herrn Kurt. Ja, das wäre es eigentlich. Vielen Dank und kommen Sie gut nach Hause.